Ja, hallo und herzlich willkommen. Unterwegs möchten wir euch mit einem Thema vertraut machen, das viele vielleicht schon kennen, der Spiegeltrick. Der Michael ist da. Wo bist du gerade, Michael? Wir sind gerade in der Nähe von Siena in der Toskana, Italien. Ja, und dir ist der Spiegeltrick widerfahren. Und wenn du mal beschreibst, was dir passiert ist, eine ganz miese Masche. Also wir sind gefahren Pisa Richtung Livorno und an einem ja mehr oder weniger befahrenen Landstraße und dort ist plötzlich hat's geknallt. Wir sind an einem weißen Golf GTI vorbeigefahren und ich wusste erst gar nicht, was passiert ist. Bin sofort erschrocken. Meine Frau hat geistesgegenwärtig schnell reagiert und hat gesagt, das ist der Spiegeltrick, von dem habe ich gehört. Fahr weiter, fahr weiter. Und ein paar Minuten oder ein paar, ich würde sagen, eine halbe Minute später ist uns schon im Rückspiegel in der Kamera hinten aufgefallen, dass wir verfolgt werden. Ein Auto fuhr Schlangenlinien und versuchte uns zu überholen. Eben dieser weiße Golf GTI. Das ging dann so, ich glaube, man übertreibt relativ leicht bei so Zeiten. Das ging bestimmt so eineinhalb, zwei. 2,5 Minuten lang. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, auf die Mautstraße aufzufahren, also durch das Gatter, wo man halt dann bezahlen muss. Und da haben sie locker gelassen. Man hat gemerkt, sie sind hinter uns in die Mautstraße eingefahren. In Italien geht das relativ schnell, das Ticket zu ziehen und durchzufahren. Sie sind ausgestiegen, wollten noch an unser Auto laufen, haben sie aber nicht mehr gepackt, weil wir auf der Mautstraße waren. Und dann sind sie nicht mehr weitergefahren. Also sie parkten quasi nicht in der Spur für aufzufahren, sondern zwischen den Spuren. Haben uns probiert, noch abzufangen. Ansonsten haben wir die 5 Euro war es ihnen anscheinend nicht wert, auf die Autobahn aufzufahren. Ja, So haben wir es bestimmt gelöst. Problem ist auch oft, dass sie da nicht so einfach dann wieder runterkommen, dass da natürlich Kennzeichen und alles festgehalten werden und so weiter. Beschreib mal den Spiegeltrick. Da geht es darum, dass Leute bezichtigt werden. Es gibt einen lauten Knall. Was glaubst du, wie dieser Knall zustande gekommen ist? Weil den Spiegel abgefahren hast du ja nicht. Genau, also wir waren weit genug weg, das hat man dann auch im Rückspiegel gesehen. Also ich bin mir da zu 99,999% sicher, dass wir da keinen Spiegel abgefahren haben. Der laute Knall kommt zustande. Wir haben dann natürlich auf der Autobahn auf einer belebten Raststätte angehalten und haben gesehen, Auto hat eine Delle. Uns wurde anscheinend ein Stein ans Auto geworfen. Das Auto ist ein Jahr alt und hatte sicher an dieser Stelle keine Delle. Die Delle ist relativ groß, also das passt zu dem lauten Knall. Und dann fragt man sich ja, wie kann denn das sein, dass man später diese zwei oder diese Delle mit dem abgefahrenen Spiegel irgendwie in Verbindung bringt? Aber das ist so, dass anscheinend, wenn man da anhält, ein Komplize hingeht und mit irgendetwas, entweder mit einem Stein einen Kratzer macht oder auch mit farbiger Kreide etwas auf dein Auto malt, an dieser Stelle, wo das wahrscheinlich höchstwahrscheinlich ist und wir haben eine Absetzkabine, bedeutet, wir gehen so am Ende des Pickups. Werden wir breiter und wahrscheinlich hätten sie versucht, uns dort irgendwie ein Merkmal aufzumalen, aufzukratzen, was auch immer, was dann irgendwie widerspiegelt, dass wir den Spiegel dort abgefahren hätten. Krass. Wenn man das so hört, so der Spiegeltrick, dann denkt man, jo, kann ja mal vorkommen, dass es dich gerade getroffen hat, hättest du es gedacht? Nein, weil wir hatten auch uns auf der Brenner-Autobahn, als wir dann so nach Italien eingefahren sind, hat meine Frau drüber geredet, hat gesagt, das habe ich gelesen, dann habe ich so, da winkt man so ab und denkt, ja, das passiert doch jetzt nicht. Und trotzdem, 3 Tage, 4 Tage, 5 Tage später, als es passiert ist, denkt man zuerst drüber nach, oh Scheiße, was ist eh passiert? Man bringt es nicht mit einem versuchten Betrug in Verbindung, sondern natürlich zweifelt man erst an sich selbst und denkt, oh, bin ich jetzt wirklich irgendwo dran gefahren? Und erst als meine Frau, wie schon gesagt, geistesgegenwärtig sofort gesagt hat, das ist der Spiegeltrick, da eben probieren Sie eine abzuziehen, fahr weiter, ja, weiß man, was passiert ist. Nein, ich hätte nicht gedacht, dass es uns trifft. So, habt ihr Angst gehabt da eigentlich dabei? War das so eine Also ich gar Ausnahmesituation? nicht. 0,0.
Die Tochter saß hinten und hat Tablet geguckt. Ich hätte auch gern angehalten und die Leute zur Rede gestellt. Meine Frau hat dann gesagt, bringt eh nichts. Von wem willst du da denn Geld kriegen? Das klappt nicht. Das Schockierende oder für mich Schlimme kommt noch. Wir haben es nicht geschafft, die Nummer des Autos zu erkennen auf unserer Kamera. Aber wir haben natürlich, als wir dann, ich sag mal, in Sicherheit auf diesem Autobahnrasthof waren, die Polizei angerufen. Mhm. Und die Polizei hat uns sofort gefragt, also die kennen das, das ist ganz klar, das hat man gemerkt, und sie haben gefragt, ob etwas am Auto passiert ist oder ob uns etwas passiert ist, ob die Leute noch da sind, ob wir eine Nummer haben. Aber ich sage leider nein, ich kann aber ziemlich genau den Standort dieses des Geschehens beschreiben oder wiedergeben und die Koordinaten durchgeben, aber die waren nicht daran interessiert zu helfen, sondern die sagten dann, ja, wenn da nur ein Blechschaden entstanden ist, dann fahrt doch einfach weiter und hakt es ab, so als jetzt halt passiert. Sag mal, lieb, steig mal gerade aus mit dem Handy und zeig mir doch mal gerade die Delle, was da passiert ist. Also das mal auch mal einmal ganz kurz das Auto sehen. Also der Schaden, schätz mal, wenn du das in der Fachwerkstatt machen lässt. Was hast du für ein Auto? Ein Ford? Oder Ford Ranger. Ford Ranger, sehr schön, schönes Auto. Kommst aus Kaiserslautern und die Stelle, die Delle ist schon ziemlich heftig. Also das heißt. Die Delle ist genau hier, sieht man es? Oder muss ich vielleicht mal so da? Da vorne sieht man es. Das heißt, die haben einen Stein dagegen geschmissen, oder? Ja, und wenn ich jetzt mal so drauf gehe, sieht man es dann? Ja, warte mal. Oh ja, jetzt sieht man es. Oh ja. Die ist aber ziemlich, ziemlich groß, die Delle. Da ja. Vorne siehst du. Da sieht man es jetzt. Das heißt, die kannst du aber mit Smart Repair, kriegst du die raus eigentlich? Die wird man wahrscheinlich rausgedrückt kriegen, aber der Lack ist halt beschädigt. Ja, Lack ist beschädigt. Also das ist, aber ich glaube, was wäre dir denn wahrscheinlich, was wäre denn dir widerfahren, wenn du angehalten hättest? Was glaubst du? Ich glaube, weil ich relativ jung bin und weil wir zu zweit sind und weil ich den Trick kenne und mit der Polizei gedroht hätte, glaube ich, werden die relativ schnell wieder abgezischt. Die suchen Opfer, die leichtgläubig sind, die das nicht kennen, diese einfach mal um 150, 200 Euro betrügen können. Also natürlich hätten die Geld verlangt, hätten mir wahrscheinlich auch gezeigt auf eBay oder irgendwo, was das kostet, was ich gerade angeblich kaputt gemacht habe. Und wie schon gesagt, ich glaube, mir wäre jetzt körperlich oder sowas, hätte ich jetzt irgendwie keine Angst gehabt. Das waren zwei Männer, das hat man gesehen. Zwei jüngere Männer, aber ja. Also zusammenfassend, also Spiegeltrick heißt, gibt einen lauten Knall, die behaupten anschließend, man hätte einen Spiegel abgefahren und malen dann, wenn man steht, mit dem Komplizen dann noch so Streifspuren drauf. Das ist das, was mir auch schon viele gesagt haben, aber das ist denn so passiert, interessant. Ja, ich danke dir recht herzlich, also achte drauf, dein Tipp ist dann einfach weiterfahren, oder? Nicht stehen bleiben. Mein Tipp ist einfach weiterfahren. Leider haben wir keine Lösung für das Vermeiden dieses. Wir haben schon drüber nachgedacht, vielleicht eine GoPro oder sowas in die Richtung zu installieren, so dass man nach hinten aufnimmt. Da wäre dann zu überlegen, ob es da irgendwo einen Späher gibt, der sagt, das ist ein gutes Auto. Und wenn es mir jetzt nochmal passiert, dann bin ich mir relativ sicher, fahre ich in den nächsten Baumarkt und hole mir Schaumstoff oder sowas und klebs auf die Tür, weil man kann ja gegen diesen Erstschaden kann man ja eigentlich nichts tun. Das stimmt. Ja, vielen, vielen Dank dir und dann noch eine gute Reise. Wo geht's jetzt hin? Wo wart ihr bisher? Ganze Toskana fahren wir jetzt nochmal eine Woche ab und dann geht's Richtung, gerade in diese Zone, wo man oft von dem Spiegeltrick hört, Jesolo, Golf von Venedig, dort wollen wir noch eine Woche auf so einem großen Campingplatz verbringen und dann geht's wieder über die Alpen heim. Okay, sehr schön. Dann alles Gute und dir vielen, vielen Dank und danke, dass du bereit warst. Du hast mich ja angeschrieben auf German Television, hast gesagt, da muss man drüber berichten. In Kaiserslautern drehe ich ja öfter, das weißt du ja, ist ja unser Hometown. Und wir sind ja quasi Nachbarstädte, Saarbrücken, Kaiserslautern. Genau. So ist es ja. Ich danke dir herzlich, gute Reise, gell? Vielen, vielen Dank für das Aufnehmen. Ciao. Und ja, ciao.